Hallo, liebe Freunde der gepflegten Zerstörung. Heute geht's weiter in der Junior-Karriere von Wreckfest. Und zwar gehen wir heute in den Crash Canyon zum Canyon Crashfest. Ja, viele Unfälle. Zack, legen wir doch gleich mal los. Der richtige Wagen ist schon eingestellt. Der Vandal, der Vandale. Den habe ich jetzt eher auf Panzerung getrimmt als auf Schnelligkeit, aber das scheint mir bei der Strecke sinnvoll. Also, gleich einmal starten. Ein herrlicher Überblick, ein paar Huckel. Oh ja, da muss man aufpassen, selbst beim Geradeausfahren. Dann haben wir die Federung, würde ich doch eher mal auf Standard stellen. Ein bisschen Geschwindigkeit brauchen wir, aber mehr Beschleunigung. Dann sperre ich doch einmal das Differential und lege hinten. Ja, wieso nicht? Ja, Bremsbalance hinten. Und dann bin ich bereit. Dann kann es ja losgehen. Und schauen wir mal, wie es wird. Ja, schön losgelegt. Völlig planlos, aber ich bin halt einfach mal aufs Gas gestiegen. Dann hat mich der Hundsgrippe da geärgert. Aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Ich habe mir gedacht, ich bin der Monsterwagen, mir kann keiner was. Wir fahren einfach alle zusammen. Auf Zeiten sozusagen. Ja, das war jetzt gemein von mir. Ne? Aber ich kann gut mit dem schlechten Gewissen leben. Und schon am dritten Platz. Jetzt muss ich aber ein bisschen Gas geben. Dann hat es ja nur noch die zwei da vorne gegeben. Und die haben sich an sich selber eliminiert. Tja. Sehr erfreulich das Ganze. Nur der war ein bisschen hartnäckig noch. Noch vorgearbeitet, aber gut ausgeglichen. Hinter mir die Meute. Ich in einem super Käfigwagen geschützt. Schadentechnisch noch gar nichts passiert. Fast im Originalzustand. Und jetzt einmal ein bisschen konzentrieren. Und schön Gas geben. Völlig unkoordinierte Sprünge. Ja, damit muss man auch leben können. Den habe ich schön blockiert. Den anderen habe ich auch blockiert und damit war an sich das Rennen schon gelaufen. Da habe ich schon gewusst, jetzt kriegen sie mich nicht mehr. Ja, und so habe ich den ersten Platz jetzt da gefahren, so wie es sein soll, natürlich. Ah ja, das war jetzt die Qualifikation sozusagen. Dann geht's gleich weiter hier. So, jetzt fahren sein, fahren bleiben. Ja, und im Halbfinale schön losgelegt. Die erste Kurve ganz gut gefahren, allerdings außen, deswegen bin ich überholt worden. Aber macht nichts, gleich aufs Gas gegangen und ihn eingeholt. Ja, auch da schön schnell vorn blieben. Da warst du mein Bremsblock. Ja, natürlich. Und das zahlst du mir jetzt heim.
verrückter immer die Hund. Hinteren abgeblockt. So muss sein. Also zum Rennen ist der Wagen nichts, aber um die Gegner zu blocken, dafür eignet er sich. Und er ist schick, finde ich. Schau an, schau an. Auch die Huckel nimmt er. Ja, in der Kurve ist er natürlich nicht so gut. Und dann wird man natürlich von hinten ein bisschen angeschoben. Aber das kann man ablocken, ausgleichen. Der Kahn ist so schwer. Immer schön konzentriert bleiben, sonst passiert noch ein Unglück. Und einfach noch sicher nach Hause gefahren. Erster, sehr erfreulich. Tja, das Schöne ist, dass sie sich gegenseitig blockieren da hinten. Ja, auch das Halbfinale gut gelaufen. So können wir zuversichtlich ins Finale gehen, wo es immer am aufregendsten ist. Jetzt muss nur noch das Finale gut heimgefahren werden und dann passt die Geschichte. 6 Runden ist okay. Ich habe das richtige Auto für 6 Runden. Hab schon gewusst, an sich ist es nur eine Geschichte von Blocken und hinten angeschoben werden. Wie gut das funktioniert, war mir nicht klar. Die Kurven waren jedes Mal natürlich das Problem, weil die hinten einen schrägen Einfahren hätten können. Also ich habe schon bei jeder Kurve tatsächlich geschwitzt. Also ich habe es ja nur immer geahnt, dass sie hinter mir sind. Oft gespürt habe ich es tatsächlich nicht. Oh, ich höre es hinter mir. Pfui, Teufel. Ja, die waren gierig, das Vorkommen. Haha. Ja, was tust du hier? Und dann habe ich mir gedacht, na, ihr kleinen Scheißerle. Euch halte ich hinten. Das fängt ja früh an. Ja, und ich bin natürlich schon ein bisschen mehr aufs Gas gestiegen, weil so hätte das nicht geklappt. Deswegen einfach ein bisschen Gas geben. Ein bisschen mehr Risiko, da hat man es ja gesehen, da hat es mich ganz schön zerrissen. Das war das Gasgeben halt, ja mei. Und das hätte auch gefährlich werden können, dass er mich hinten einmal dreht. Aber bin gut ausgekommen. Und hab mir gedacht, ja, jetzt sind es nur noch 2 Runden. Haha. Ja, die sind natürlich alle schneller wie ich. Ja, das ein bisschen aufs Gas steigen hat schon was gebracht, außer bei dem Sprung, der war immer recht vorlieb. Aber schaut euch an, wie man diesen Wagen da rumbringen kann. Und den 5. Gang. Vor lauter Angst.
Na, der ist relativ gut in der Spur, dieser Wagen. Der lässt sich kaum rausbringen. Das war sehr angenehm, das bei seinem Rennen. So, und so den Sieg entgegengefahren. Noch einmal volle Konzentration aufgewandt. Schaut, dass der nicht nur zufällig vorhuscht. Und gefreut wäre ein Schnitzel. Ja, und so habe ich einen ersten Platz in diesem gesamten Rennen. Schön Geld kriegt. Jo. Auch weiterkommen mit dem Erfahrungsschatz. Sehr gut. Jo, zwei Bonusziele, erster, volle Punktzahl. Genau so will ich's. Sehr schön, ja. Das war jetzt ein bisschen länger. Am Schluss so sogar ein bisschen spannend. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Spiel. Macht's das gut. Hasta la vista. Ciao.